Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video zum Thema Häufigkeiten berechnen. Mein Name ist Nina und ich werde dich in den nächsten Videos begleiten. In diesem Video wirst du folgenden Dingen begegnen. Wir werden uns mit der absoluten Häufigkeit beschäftigen, wir werden die relative Häufigkeit kennenlernen und wir werden der Frage auf den Grund gehen, ob unser Lieblingsgummibärchen wirklich am seltensten in einer Packung vorkommt. Doch bevor wir uns nun mit diesen neun Dingen beschäftigen, bitte ich dich, das Video zu pausieren und deinen Zettel und einen Stift zur Hand zu nehmen. Falls du zufällig eine Packung Gummibärchen zu Hause hast, können sie dich auch beim Lernen unterstützen. Aber mit dem Naschen musst du noch leider bis zum Schluss warten, denn wir werden die Bärchen brauchen. Bist du wieder zurück und hast alles Notwendige zur Hand? Super, dann können wir jetzt loslegen. Um die verschiedenen Häufigkeiten und ihre Bedeutung kennenzulernen, stelle ich dir zu Beginn folgende Frage. Welche Farbe hat dein Lieblingsgummibärchen? Ich habe am liebsten die grünen Bärchen, doch ich habe das Gefühl, dass diese am seltensten in einer Packung vorkommen. Findest du auch, dass dein Lieblingsgummibärchen am wenigsten in einer Packung vorhanden ist? Wir werden dem Ganzen nun auf den Grund gehen und herausfinden, ob unsere Vermutungen bestätigt werden. Dazu habe ich eine Packung Gummibärchen vorbereitet. Nun werden wir diese Gummibärchen farblich sortieren und sehen, wie viele rote, grüne, orange, weiße, gelbe Gummibärchen in unserer Packung enthalten sind. Wir haben sie in einzelnen Haufen aufgelegt, wie ihr sehen könnt. Und in diesem Zusammenhang können wir auch von der Häufigkeit sprechen. Das ist ein sehr wichtiges Wort, das uns jetzt ständig begleiten wird. Aber was genau ist denn die Häufigkeit? Wenn wir wissen möchten, wie oft etwas vorkommt, möchten wir wissen, wie häufig es vorkommt. Der Haufen der roten Gummibärchen beispielsweise besteht aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Gummibärchen. Ich lege da gleich mal meine 11 dazu. Also wir sehen, wir haben 11 rote Gummibärchen. Als nächstes werden wir die Apfel zählen. 16. Wir haben 16 Apfelbärchen. Ananas, die weißen, haben wir 17. Zitrone, die am häufigsten vorkommen, haben wir 19 Gummibärchen. Orange, 12. Und 11 Erdbeergummibärchen. Und diese Anzahl, die wir hier jetzt liegen haben, also 19 gelbe, 11 rote und so weiter, diese Anzahl wird als absolute Häufigkeit bezeichnet. Also wir schieben das mal kurz auf die Seite und schauen uns an, was die absolute Häufigkeit ist. So, die absolute Häufigkeit werden wir ab jetzt mit klein a und groß h abkürzen, damit wir nicht immer die absolute Häufigkeit ausschreiben müssen, wenn wir später mit der absoluten Häufigkeit rechnen werden. So, also die Definition der absoluten Häufigkeit ist folgende. Die absolute Häufigkeit gibt die exakte Anzahl von Objekten mit einem bestimmten Merkmal an. Also in unserem Fall wäre das Merkmal die Farbe und wir sehen genau, okay, es sind 11 rote Bärchen. Und da haben wir auch schon unseren nächsten Punkt. Die absolute Häufigkeit kann meist durch Abzählen bestimmt werden, so wie wir das gerade gemacht haben. Wenn du eine eigene Packung Gummibärchen hast, pausiere nun das Video und finde die absolute Häufigkeit deiner Gummibärchen heraus. Wenn du heute keine Packung zu Hause hattest, dann ist das auch nicht schlimm. Du kannst das Video jederzeit erneut ansehen, wenn du eine eigene Packung Gummibärchen zur Hand hast. Drücke auf Play, wenn du fertig bist. Und passt diese Anzahl zu unserer Vermutung? Kommt dein Lieblingsgummibärchen wirklich am seltensten vor? Ich hoffe, dass wir uns getäuscht haben und sie am häufigsten in der Packung sind. Wenn du mit deiner eigenen Packung mitgemacht hast, dann hast du vielleicht bemerkt, dass die Verteilung der Bärchen und der Farben bei deiner Packung eine ganz andere ist als bei meiner Packung. Aber das ist natürlich klar, denn die Verteilung ist nicht in jeder Packung gleich. Die Frage ist nun,
Können wir unsere Packungen miteinander vergleichen? Natürlich können wir das machen. Und um dir das zu zeigen, erzähle ich dir eine kleine Geschichte aus meiner Kindheit. Mein Bruder und ich haben jeweils immer eine Packung Gummibärchen von meiner Oma erhalten. Doch mein Bruder hat mir immer unter die Nase gerieben, dass in seiner Packung mehr Bärchen und vor allem mehr grüne Bärchen sind als in meiner. Glaubst du, dass er recht hatte? Hatte er wirklich immer mehr Bärchen als ich oder hat die Naschkatze da geflunkert? Um das herauszufinden, habe ich hier ein zweites Päckchen Gummibärchen. Diese Packung habe ich heimlich von meinem Bruder geholt, um den Ganzen dann endlich auf den Grund zu gehen. Also, das muss unter uns bleiben, nicht, dass er das herausfindet. So, die absolute Häufigkeit bestimmen wir natürlich durch Abzählen. Du kannst das Video gerne pausieren und nun zählen, wie viele Bärchen von jeder Farbe vorkommen. Wenn du zurück bist, können wir vergleichen. Nun sehen wir schon, dass die Farben ganz anders verteilt sind, als sie in meiner Packung waren. Damit wir die beiden Packungen nun miteinander vergleichen können, müssen wir wissen, wie viele Gummibärchen in jeder Packung in Summe vorkommen. Zählen wir nun gemeinsam, wie viele Bärchen in der Packung meines Bruders vorhanden sind. Drück auf Pause und wenn du bereit bist, wieder auf Play. Und wir sehen, in der Packung meines Bruders sind 86 Bärchen vorhanden. Um den Vergleich nun vornehmen zu können, müssen wir natürlich auch wissen, wie viele Bärchen sind in meiner Packung enthalten. Dafür lege ich dir jetzt die absoluten Häufigkeiten auf und du kannst wieder addieren und die Gesamtanzahl, sehe ich darüber, das waren die von meinem Bruder, ausrechnen. Drück wieder auf Pause, wenn du bereit bist, auf Play und dann können wir unsere Ergebnisse vergleichen. Und, wenn es der Zufall will, hat auch meine Packung genau 86 Gummibärchen. Und nun haben wir auch schon alle notwendigen Werte, die wir brauchen, um die Packungen zu vergleichen. Hast du vielleicht eine Idee, was wir nun tun könnten? Wir berechnen, wie viele Bärchen einer bestimmten Farbe im Verhältnis zur ganzen Packung enthalten sind. In der Mathematik wird das als die relative Häufigkeit bezeichnet. Du kannst dir merken, dass relativ bedeutet, dass es von bestimmten Verhältnissen oder Bedingungen abhängt. Also das Verhältnis von beispielsweise den grünen Bärchen zu allen Bärchen, die in der Packung vorkommen. Im Gegensatz dazu, die absolute Häufigkeit gibt wirklich nur die Anzahl selbst an. Also beispielsweise, wie viele grüne Gummibärchen in der Packung sind. Also, die Definition der relativen Häufigkeit, also die relative Häufigkeit, die relative Häufigkeit gibt das Verhältnis von der absoluten Häufigkeit zu der Gesamtanzahl an. Also wenn wir die relative Häufigkeit berechnen wollen, aber jetzt werden wir das mit klein r und groß h abkürzen, damit wir uns einfach die Schreibarbeit nicht antun und jedes Mal relative Häufigkeit schreiben. Und die lässt sich so berechnen, die absolute Häufigkeit dividiert durch die Grundgesamtheit. Wir werden uns das jetzt gleich an einem Beispiel ansehen. Und zwar an den orangen Bärchen meiner Packung. Die absolute Häufigkeit der orangen Bärchen beträgt 12. Wir dividieren durch die Gesamtanzahl, also durch die 86 Bärchen, die in der Packung vorkommen, und erhalten eine relative Häufigkeit von 0,14. Also die relative Häufigkeit der Bärchen beträgt 0,14. Als nächstes, in meiner Packung waren 17 weiße Bärchen, also Ananasbärchen. Und 17 dividiert durch die Grundgesamtzahl, also durch 86, erhalten wir die relative Häufigkeit von 0,2. Genau dasselbe machen wir jetzt auch bei den anderen Bärchen. Du kannst es gerne selbst zu Hause noch überprüfen. Also die absolute Häufigkeit meiner grünen Bärchen war 16 dividiert durch 86 und wir erhalten die 0,19 der grünen Bärchen. 0,13 ist sowohl die relative Häufigkeit der Erdbeer- als auch der Himbeerbärchen. Die
gleich häufig in unserer Packung vorkommen. Und zu guter Letzt noch die Zitronenbärchen, die am häufigsten mit 19 in unserer Packung vorgekommen sind, haben eine relative Häufigkeit von 0,22. Jetzt haben wir gesagt, wir wollen vergleichen mit der Packung meines Bruders. Und dafür nehmen wir jetzt nur das grüne Bärchen her. Also mein grünes Bärchen ist 16 Mal vorgekommen und wir hatten eine relative Häufigkeit von 0,19. Bei meinem Bruder in der Packung kamen 17 grüne Bärchen vor. Wir dividieren durch die Gesamtanzahl, also die Grundgesamtheit. In seinem Fall sind es auch 86 und erhalten 0,2 an grünen Bärchen. Und wir sehen schon, 0,2 ist mehr als 0,19. Also hat mein Bruder in diesem Fall recht gehabt. Ob das wirklich immer so ist, wissen wir natürlich nicht, aber in diesem Fall hatte er leider recht. Super, nun wissen wir jetzt schon, wie wir die absolute und die relative Häufigkeit berechnen. Und wir wissen auch, ob unser Lieblingsgummibärchen wirklich am seltensten vorkommt oder nicht. In meinem Fall hatte ich jetzt Glück, die grünen Bärchen waren sehr häufig in der Packung. Ich hoffe, das war bei deinem Bärchen genauso. Im nächsten Video werden wir uns mit der prozentuellen Häufigkeit beschäftigen. Bevor wir diese Häufigkeiten an ein paar Beispielen genauer ansehen und du wirst auch selbst Häufigkeiten berechnen. Ich freue mich schon auf dich. Tschüss und bis bald.